Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge King of Retail. Ja, ich werde heute auf jeden Fall diese Mission hier durchziehen. Die läuft ja schon seit 2-3 Tagen. Ich weiß es nicht. Sie ist auf jeden Fall ultra mega lang. Und egal wie, wir werden das in der heutigen Folge beenden, nur wenn ich die Hälfte rausschneiden muss. Aber bis jetzt war noch nicht wirklich viel Potenzial da, wo ich einfach nur blöd rumstand und in die Gegend geguckt habe, wie in den letzten, also in den Folgen davor. Es war immer gut was los eigentlich. Und ich denke, dass das vielleicht heute sich ändern könnte, weil wir haben ja eigentlich... Ach nee, ich habe neue Gebäudeelemente gekauft. Jetzt muss ich erstmal wieder unseren Lagermenschen durchlassen. Also du bist echt... Ja, weiß ich auch nicht, was ich dazu sagen soll. Tut mir leid, kann ich nicht zu sagen. So, die Überlegung wäre, hätte ich da jetzt einfach sowas hinstellen sollen? Nein! Weil dann ist es nicht mehr schön. Wenn ich jetzt einfach alles nochmal neu da hinten hinstelle, dann ist es schön. Ich weiß nicht, was in mich gefahren ist. Ich habe in der Vergangenheit Leute, die mich vielleicht auch aus dem Real Life kennen, also schön ist für mich eine Sache, die ist, ja, funktional. Das brauche ich. Aber seit ich diese Videos hier mache, ich weiß nicht warum, aber seit ich mit YouTube angefangen habe, achte ich irgendwie immer mehr darauf, dass die Sachen schicker aussehen. Tut mir leid, aber ist so. So, nö. Einer reicht schon. Dann war die nächste Geschichte, wir brauchten noch einen Hosenständer. Oh, da fällt mir eine Sache ein. Stopp, Mob. Bitte sei noch nicht da drin und pack meine Kiste aus. Nein, stopp, brich ab. Wer bist du? Geh an die Kasse. Jetzt. Nein, sie wird alles kaputt machen. Ich sehe es schon kommen, da kommt gleich die Meldung. Chef, es tut mir leid, ich habe 40 Artikel zerstört. Na egal, der jetzt zuzugucken hilft uns nicht weiter. Lager ist voll, jetzt kommt die Meldung. Jetzt gerade, wo ich weggerannt bin. Nee, es waren nur 20. Weißt du, was das für Geld kostet? Das ist nicht dein Ernst. Ja, jetzt ist er an der Kasse. Ganz toll habe ich das hingekriegt. So, ich fülle jetzt hier die Schuhständer noch schnell auf. Hey, got a second? Und jetzt wäre natürlich die große Frage, kriege ich hier einfach so einen kleinen Ständer zwischen oder muss ich sie dann trotzdem alle bewegen? Nee, ich muss sie dann trotzdem alle bewegen. Aber ist ja nicht schlimm. Thanks. So, jetzt machen wir das folgendermaßen. Ich gehe jetzt hier rein, stelle mich an diese Kiste, drücke auf Auspacken, dann setze ich dich wieder zurück ans Lager und mache hier Hackengas. So, und dann müsste ich das Ding leer kriegen, weil die draußen ja alles auffüllt, während ich hier auspacke. Bin gespannt. Noch 100. Lager ist voll. Herrlich. Machen wir weiter. Die Bewegung ist echt geil, die du machst. Hi, spare 2 seconds. Ach, 42, so viel ist das auch nicht mehr. Ich muss das fertig machen, weil sonst kommt gleich wieder die Meldung. Ich habe 10 Artikel kaputt gemacht und das kann ich mir einfach nicht leisten aktuell. So, jetzt aber. Also, die stellen wir nochmal um. Das ist doof. Hier stehen ganz schön viele Leute rum. Hallo meine sehr verehrten Damen und Herren, könntet ihr bitte kurz, kann man die schiebt mal ab. Danke, danke, danke. So, jetzt. So, fangen wir hier nochmal an. Ist schon voll. Ist auch voll. So, dann gucken wir hier jetzt nochmal fix. Schuhe. So, dann geht's weiter mit den Hosen. Da gab es doch auch eine Hose, die noch nicht so richtig installiert war, glaube ich. Gucken wir doch mal. Oder ob das jetzt völlig überflüssig war, was ich hier gemacht habe.
Leute, es war völlig überflüssig, was ich hier gemacht habe. Thanks. Ich kann das Ding noch einfach verkaufen, oder? Hey. So, und dann nehmen wir den hier. Und stellen den da rein. Und dann haben wir hier noch einen mit Hosen. Und stellen den hier hin. Thanks. So, und jetzt kommt das ganz Entscheidende. Du da. Hier, Blondchen. Du musst mal Pause machen, bitte. Weißes Blondchen. Ich muss nämlich jetzt hier mal die Kasse ausmachen. Thanks. Und damit ich nicht immer zu diesem Lagertypen hier sagen muss, was Phase ist, machen wir das jetzt so. So, und jetzt mangelt es doch schlicht und ergreifend, wenn ich das jetzt richtig sehe, nur noch an Oberteilen. So, das heißt, dieses Ding stelle ich jetzt hier hin. Und wenn es geht, noch eins? Ne, geht nicht. Gut. Mache ich jetzt aber auch nicht lange rum. Excuse me. Wir brauchen noch eine neue Wand, sonst wird das nichts. Also eine Wand müssen wir auf jeden Fall. Und wenn wir die zwei Reihen fortführen wollen, muss ich sogar beide Wände ausbauen. Das funktioniert so nicht. Dann machen wir hier jetzt noch den Fußboden schick. Zack. Und ich glaube, für die Wand habe ich auch noch was über. Zack, zack, zack und zack. Soll ja alles schick aussehen, nicht wahr? So, und in diesem Sinne, ich check jetzt diesen Ständer hier nochmal ab, ob wir irgendwas zu viel haben. Guck mal hier. Davon haben wir nämlich zu viel im Lager. Davon nicht. Und Schuhe sind eh alle platt. Gut. Füllen wir das auch nochmal auf. Excuse me. Thank you. Bestellung. Verlauf. Zack. Thank you. Die Abteilung mit den teuren Hemden. Schwarz und weiß. Kleidung. Oberteile. La Verschnippel. Schwarz-weiß, die. 1 und 2 haben wir dich auch. So, dann sind die erledigt. Die Holzfäller sind erledigt. Die sind erledigt. Und diese hier sind auch erledigt. Oh, guck mal, die hier sind gerade im Angebot. Hey. Nehmen wir die noch. Hey. Hey, have a minute. So, dann haben wir den Kleiderständer jetzt auch voll. Was war hier los? Da ist auch noch ein Slot frei. Dann bestellen wir doch den Slot auch noch. Oberteile. Thanks. Nehmen wir hier doch nochmal den Angebotsartikel. Jetzt hatte ich den da, glaube ich, genommen, ne? Stopp, kann ich das nachgucken? Excuse me. Heute, jawohl, den habe ich genommen. Dann nehme ich jetzt den. Hey, a little help. Hey, have a minute. Thanks. Hey, thanks. So, die billigen habe ich jetzt fertig. Die habe ich jetzt fertig. So, dass ich da jetzt nicht, weil sonst komme ich total durcheinander. Ich kaufe die jetzt einfach, weil ich es habe. Und dann habe ich von hier bis hier alle durch. Und die gerade im Angebot sind. Hier die 70er, das muss ich mir auch merken. Wenn ich es denn brauche, diese Information. So, dann machen wir jetzt mal nochmal Hackengas. Gucken mal, was hier los ist. Die 1000 Artikel haben wir. Der Umsatz, der fehlt natürlich noch. Und um den zu kriegen, muss ich natürlich noch ein bisschen expandieren hier. Excuse me. Deswegen lasse ich für heute mal den... Was ist da los? Kasse läuft. Verkäufer sind alle in der Pause. Marketing. Kannst du mal aufhören, da rumzuzicken? Halt, stopp. Och Leute, ey, das kann doch nicht wahr sein. Du kannst doch nicht einfach abhauen. Meine Mitarbeiter sind total unzufrieden. So, jetzt ist Jasmin auch noch da. Kommt einer, der sich noch ums Lager kümmern möchte? Ich habe jetzt Marketing, zweimal Kasse hier.
Wer bist denn du? Nick, du bist zweite Kasse. Du kommst dahin. So, also Kasse läuft jetzt. Hey, got a second? Ich habe keinen im Lager. Ja, dann gehe ich jetzt mal selber nochmal auffüllen, bis wir die Kassierer abhauen, würde ich sagen. Weil alles andere wäre jetzt fahrlässig, ne? Ich muss ja den Laden hier voll kriegen mit Ware. Ach, alles muss man hier selber machen. Ja, das ist halt echt das Problem. Also, ist aber auch ganz gut gemacht, muss ich sagen. Ne? Also, ich sag mal, im echten Leben, ich habe schon das ein oder andere Vorstellungsgespräch in meinem Leben geführt. Je nach Branche und Sache, die du da machen willst, beziehungsweise Position, die du da besetzen willst, wenn du jetzt auch ein bisschen Wert auf Qualität legst, kann das schon mal ein bisschen dauern, bis du da Personal findest. Und wenn die jetzt hier einfach so, ich sag mal hier à la Jobbörse, Attacke Pinguin, 20 Leute einstellen und gib ihm, das wäre absolut nicht realitätsgetreu. Also das finde ich, haben sie echt schon relativ gut gemacht. Gut, das mit dem Marketing ist ein bisschen übertrieben. Das ist ein neu eröffneter Laden, selbst wenn er jetzt irgendwie, keine Ahnung, ein paar hunderttausend Budget zur Verfügung hat, um da durchzustarten, oder realistischer wahrscheinlich eher ein paar Millionen für sowas hier. Ja, keine Ahnung. Wobei, nee, ein paar Millionen ist übertrieben. Ein paar hunderttausend reichen schon, wenn du es vernünftig machst. Wenn du das Ding mietest und nicht kaufst, ne? Aber, keine Ahnung. Es ist schon, wenn du jetzt irgendwie jemanden hast, der für dich Werbung macht, der ein super bekanntes Gesicht hat oder so, dann könnte das funktionieren, jetzt mal unabhängig von Corona. Aber, dass du diesen Laden so schnell, so voll kriegst, innerhalb von 2-3 Tagen, wie das hier dargestellt wird, das ist natürlich nicht machbar. Nicht im echten Leben. Nee. Online-Shop, das kann funktionieren. Wenn du da genug Kohle reinsteckst, dann geht das. Aber lokal wird schon schwierig. Haust du jetzt da ab, oder was? Ich komme. Tut mir leid, aber du musst jetzt ein bisschen Lager machen mit. Ein bisschen was haben wir hier noch tatsächlich. Das ist immer das Schöne, wenn die Mitarbeiter noch so ein, zwei extra Fähigkeiten haben. Dann geht das halt auch. Und was ich tatsächlich ein bisschen schade finde, die Geschichte mit der Einteilung für die Pausen. So ein Button Pausenvertretung oder so. Das wäre echt noch cool, dass du da sagen kannst, okay, wenn der Kassierer in der Pause ist, dass dann der Auffüller gerade an die Kasse geht. Das wäre noch eine coole Sache, die funktionieren könnte. Oder die nicht nur funktionieren könnte, die sogar richtig geil wäre. Weil so musst du im Prinzip jetzt bei so einem Zweischichtsystem immer einen dritten noch dabei haben, damit das funktioniert mit der Pause. So, es ist 20 Uhr. Der Tag ist gleich um. Gucken wir uns die letzten Minuten hier nochmal gemeinsam an. Lager ist wieder ritzeratze leer. Geh mal wieder zurück an deinen Marketingjob und du kannst mal nach Hause gehen. Das war hier nochmal ein bisschen Personalenergie schon. Verkäufer ist jetzt erstmal wurscht. Wir haben wieder 114.000 gemacht, das ist richtig gut. Und ich habe ja noch ein bisschen was gebaut. Ich habe ja noch 2-3 Regale aufgestellt, ein bisschen Ware habe ich schon wieder nachbestellt. So, jetzt ist Ende. Leute sind alle raus. Checke ich nochmal das Lager ab. Ist tatsächlich leer. Das ist auch leer. So, dann schauen wir. Also, das, was wir heute verkauft haben, war Ware im Wert von 48.000. Katsching. Hammer. So, jetzt muss ich mal zählen. 346. 36, 42, 380 passt. Wir haben 420 Slots. Also geht das klar. Ab geht's. 30.000 kosten, 35.000 kosten, das ist schon übel. So,
So, jetzt laufen die Werbemaßnahmen aus. Jetzt werden wir gleich mal sehen, wie gut das Marketing gearbeitet hat. 2 Punkte kriegst du. Jessica hat einen Punkt, kannst du gerade nicht verbauen. Paula. Olivia. 4 Punkte hier in wieder Warenbeschaffung. Victor. Victor, mein Lieber. Können wir auch nichts gerade mitmachen. Hier. Das war Lina, oder? Ne, Lina ist nochmal extra. Oh, guck mal. Lina hat gut gelernt. Und Nick. So, bevor ich mich jetzt wieder ans Personalbrett setze, hauen wir hier erstmal 4 Interviews. Sehr schön. Egal, was da jetzt kommt, ich will dich haben. Ein schöner Allrounder. Wird Lagermensch, glaube ich. Oder noch einer für die Kasse. Wobei, ne, Kasse passt ja. Da hatte ich nur irgendeinen jetzt auf Kurs geschickt. Also normalerweise müsste es passen. So, dich nehmen wir auch. Und ich sag mal so, wenn jetzt da jetzt nichts bei ist, was uns passt, dann bilden wir es halt aus, weil Kernpunkt liegt ja darin, wir brauchen mehr Umsatz. Um mehr Umsatz zu machen, müssen wir mehr Fläche haben, sonst wird das nichts mit dem mehr Umsatz. Und wenn wir mehr Fläche haben wollen, brauchen wir Geld. Je besser das Personal nachher steht, je besser kann ich mich darauf konzentrieren, mehr Geld zu machen. So. Boah, da sind jetzt fast nur Kassierer bei gewesen, ist aber nicht schlimm. Weil ich glaube, wir hatten ein paar Kassierer, die auch andere Dinge können. Gucke ich aber jetzt gleich nochmal gesondert durch. So, jetzt gucken wir als erstes mal hier an den Rechner, was der von uns möchte, E-Mail-technisch. Alle wollen sie Kurse. Krankheiten. Krankheiten, Kurse. Oh, guck mal hier. Rabatte auf die, aber gut, die haben wir eh mittlerweile alle im Sortiment, bis auf die Oberteile. Achso, das sind, glaube ich, eh die, die wir schon eingesammelt haben. So, jetzt gehen wir mal hier rein. Dass wir hier noch ein Regal reinkriegen. Kriegen wir noch eins? Ja, aber wäre mir jetzt gerade noch zu teuer. Wir nehmen eins. Katsching. Damit können wir nämlich den ganzen Wust nach hinten schieben und können dann nochmal 4 Regale reinstellen, wenn wir das wollen. Das wäre natürlich schon mal richtig nice. Ich habe ja einiges nachbestellt. Können wir also gut gebrauchen. So, jetzt haben wir hier noch 18.000 übrig. Kriege ich damit noch eine Werbekampagne hingeschmissen? Die Wirkungen waren schon echt gut. Doppel-A4 geht schon nicht. Goldene Münze, normales A4, das müsste gehen. Werben wir für unsere Oberteile in Gross. Und gehen dann auf unsere Berühmtheiten und die Buchhalter. 14.000, Klatsch. So, bisschen Werbung besser als keine Werbung. Und jetzt gehen wir nochmal ans Personal. So, hier, das sind alles schon welche, die wir eingeteilt hatten. Hier auch. So, Marketing ist krank. Verkauf haben wir jetzt gerade 3 Leute. Wiederauffüllung haben wir 1. Kasse passt. Du könntest jetzt noch Marketing und Wiederbeschaffung. Könnte ich beides gebrauchen. Du könntest Marketing und Verkauf. Verkauf brauchen wir gar nicht diskutieren, da gehst du direkt hin. So, machen wir alle in den Verkauf. 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 Und diese hier ist auch noch neu. Oh, guck mal, die kann auch Verkauf. Da gehst du auch direkt hin. Ab die Post.
So, Verkauf ist wichtig. Du kannst nur Kasse, dann bleibst du auch Kasse. Switchen wir nochmal rüber. So, jetzt haben wir auch wirklich Kassierer hier. Und was war er hier nochmal? Ach so, genau, das war der, wo ich noch überlegen wollte, ob ich in den Marketing oder ins Lager stecke. Nee, komm, du kommst noch mit ins Lager hier. Ich denke, marketingtechnisch, das, es bringt jetzt nicht noch mehr Kunden reinzubringen, bevor wir das hier auf Trab haben. Weil aktuell ist es ja so, wir kommen ja, wir sind ja fast jeden Tag komplett ausverkauft. Also da ist ja jetzt nicht so, dass da irgendwie Riesenmengen übrig bleiben. Dann nimmst du hier die 12er Pause. Jetzt habe ich, glaube ich, die gleiche genommen wie bei ihr, oder? Natürlich. Wack. Dann nimmst du die 13er Pause. So, bitte. Dann haben wir das. So, dann gucken wir uns mal eure Ansprüche hier an. Niedriger Lohn. Okay, du bist absolut anspruchslos. Und was willst du? Mehr freie Tage. Alles klar. Am Samstag kriegst du nicht frei. Am Morgen kannst du frei machen. Am Mittwoch kannst du frei machen. Und du kriegst, damit du schon mal weißt, Donnerstag frei. Und ansonsten müsst ihr jetzt erstmal noch komplett durcharbeiten, bis ich Ersatz für euch habe. So, jetzt gucken wir hier nochmal nach. Das ist ein reiner Kassierer. Das auch. Hier hätten wir noch Marketingmöglichkeiten. Und das ist der Spitzenkassierer. So, das heißt also die kurze Schicht, 8 Uhr Pause und Freitag voll. Kurze Schicht. Nee, das ist nicht die kurze, das ist die lange Schicht. Egal. Gucken wir gleich mal, ob das mit deinen Werten überhaupt übereinstimmt, was ich hier mache. Ich vielleicht mal vorher gucken sollen. Ach so, Freitag musst du lang arbeiten sogar. Und Pause um 12. So, dann gucken wir uns mal deine Werte noch fix an. Mag lange Arbeitstage, das ist schon mal gut. Niedriger Lohn. Ja, herrlich, das läuft ja super. So, und du hattest jetzt die zweite Fähigkeit Marketing. Dann nutzen wir diese auch. Ich habe ja zwei Marketing-Computer. Warum soll ich die nicht nutzen? Kasse ist abgedeckt. Hier müsste ich jetzt noch mal eine Stunde später anfangen. Passt. Gut. Und dann haben wir hier zum Schluss noch den... Ergänzt sich das gerade aus Versehen super? Tut es. Dienstag hat sie frei, hier die gute. Und also Dienstag lang und Sonntag frei, oder? Mal gucken. Dienstag frei, Sonntag lang. Dienstag lang, Sonntag frei, passt. Und du bist die Tante, die halt irgendwie dazwischen hackt. Ja, machst du schon irgendwie. Gut, dann haben wir personaltechnisch jetzt auch erstmal alles. Das mit den Kursen lassen wir erstmal noch bleiben. Wir haben gerade eh keine Kohle. Passt, dann starten wir direkt weiter durch. Jetzt ist wieder umräumen, aufräumen, sauber machen angesagt. Da lübbet. Aber die Mission, muss ich schon sagen, die hat es echt in sich. So, bis Mr. Lagertypi kommt, versuche ich hier schon mal die Dinger besser hinzustellen. Habt ihr gesehen, er ist einfach durchgelaufen. Wie schön. So. Dann fangen wir hier jetzt an. Auspacken und Gas. Zieht euch mal das Personal rein, was ich hier habe jetzt. Hoho. Das wird teuer.
Und ich habe zwei Packer da jetzt. Mal sehen, ob die schneller auspacken, einpacken, wie ich auspacke. Läuft. Richtig gut sogar. Boah, der muss ja einen Oberkörper haben. Und Arme vor allem. Der Pfeffer, die... Also wenn ich mir das jetzt gerade vorstelle, wie er das macht, er hebt eine Kiste hoch und haut sie so hinter sich, unterm Arm durch ins Regal, ohne hinzugucken. Ja, geil, die erste geht nach Hause. Wir haben es gerade mal 4 Uhr, Leute. Chillt mal. Wer ist denn Jessica? Ich weiß nicht. Kann ich das hier sehen? Thank you. Da, Jessica Hack war eine Kassiererin. Ja gut, für den Moment werden wir wohl klarkommen. Kümmern wir uns hier noch schnell ums Design. Soll ja alles schick aussehen, ne? 1 und 2, dann haben wir das auch schon mal. Gut, dann können wir hier jetzt ein Oberteil reinklatschen. Eins, wovon wir 6 haben. Ja, würde ich jetzt pauschal das da nehmen. Und hier gehen auch noch welche ran. Hi. Spare 2 seconds. 1 und 2 und 3. Haben wir auch. Excuse me. So, und jetzt geht das los. Kleidung, Hosen. Passt nicht, ne? Wegen der ollen Lagertür. Dann ist da schon Ende im Gelände. Jo. Okay. Ware habe ich für die Dinger hier jetzt noch nicht, ne? Ich guck noch mal. Ein, doch. Hier, guck mal hier. 2 und 3. So, das heißt, wenn mich nicht alles täuscht, habe ich jetzt 8, 9 Slots, die ich belegen muss. Mach mal ein bisschen Hackengas, dass auch Geld reinkommt. Oberteile, La Fashionable. Das sind schon mal 2 Slots. So, dann haben wir von oben nach unten soweit erstmal alles weg. Jetzt weiß ich nicht, ob ich die auch schon drin habe hier. Sieht so aus, ne? Ja. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Die hatte ich alle schon. Und mit den Streifen habe ich nur das erste. Hey. Sind dann 9, richtig? Und dann 1, 2, 3, 4. Jawohl, dann brauche ich jetzt noch einen Ständer. Dann habe ich das gesamte Sortiment am Start. So, aber bevor ich jetzt hier weitermache, was ist hier los? Habe ich keinen Kassierer? Machen wir erstmal so. Ein Ständer muss da noch irgendwie hin. Gucken, ob ich das mit den Kassen hier nicht noch besser geregelt bekomme. Wie ist denn das? Kann ich... Ach, okay, man kann es auch gedrückt halten. Excuse me. Oh, ihr seid echt übel. Stellt euch nicht mehr an jetzt hier. Werde ich hier angeknurrt von den Kunden. Ich bin noch bei der Arbeit, Leute. Macht doch mal nicht so einen Stress. So, Bestellung haben wir. Hey, can you help me? Wir haben immer noch Lagerleute am Start. Wir haben Verkäufer, wir haben Markter. Ich lasse jetzt einfach mal laufen. Bisschen Personal sollte gleich noch durchswitchen. Hört mal auf, euch hier anzustellen. Ich will mal schnell noch mal ins Lager hüpfen. Okay, also hier ist jetzt tatsächlich nichts mehr irgendwie mehrfach vorhanden. Apropos, nichts mehr irgendwie mehrfach vorhanden. Habe ich hier nicht noch 3 Slots frei? Tatsächlich.
Also brauche ich nochmal 3 Schuhe. Hey, have a minute. Nehmen wir natürlich doch mal die 3 teuersten. Thank you. Excuse me. Thanks. Thanks. Hey, have a hey, a little help. Grau, schwarz und braun. Hi. Thank you. Mal sehen, ob wir die irgendwie. Wow, was passiert hier jetzt? Ist da eine Busladung reingekommen? Thank you. Thank you. Kleidung, thank you. Schuhe. Hey, hey. Hey, have a minute. Thank you. Ach, jetzt habe ich nur die braunen noch. Thanks. Genau die, die ich nicht genommen habe, hey, ne? Have a minute. Gucken wir mal nochmal. Verlauf. Hey, can you help me? Ah doch, die braunen habe ich auch genommen, 6 Stück. Okay. Gucken, ob die jetzt noch da sind. Und wenn ja, dann kann ich die schon mal reinschmeißen. Ja, sind sie. Auffüller ist noch da. Kasse ist noch am Laufen. Wie schon was haben wir auch noch. Gehen wir nochmal mit auffüllen ein bisschen. Hier brauche ich nichts auffüllen, weil da keine Ware dran hängt. Hier glaube ich auch noch nicht. Zwei Auffüller permanent da, bis auf Pause. Und trotzdem kann ich hier noch nachlegen. Das ist echt übel. Hey, got a second? So. Thanks. Jetzt stelle ich mich aber hier in die Ecke. Den hier fülle ich nochmal auf, vergesse ich nämlich immer wieder. Und lass laufen. Excuse me. Hey, got a second? 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 Hi, spare 2 seconds? Excuse me. Hi, spare 2 seconds? Hey, a little help? Hi, spare 2 seconds? Hey. Excuse me. Excuse me. Hi, spare 2 seconds. Hey, got a second? Hey, can you help me? Hey, thanks. So, Feierabend, ich hole euch gerade noch mal dazu. Einmal hier den restlichen Kundenkram aus dem Laden loswerden und dann nachbestellen. Hoffentlich möglichst. Thanks. Komm schon, jetzt guck dich nicht nur 2 Stunden um. Gehst du raus? Ja, perfekt. So, dann erstmal, zack, 42k. Bestellung ist aufgegeben.
So, und jetzt wäre halt die große Frage, wie viel kommt denn heute noch? Mist. Ich hätte sie direkt nochmal bestellen sollen eigentlich. Wie viel Umsatz haben wir gemacht? 100.000. Also so werden wir noch ewig brauchen, bis das fertig ist. Ja, das Problem ist das Personal. Ne? Also die werden echt, guckt euch das mal an, die brauchen freien Tag, die sind am Heulen, fehlende Kurse, bla bla bla. Kann ich das irgendwie, es sind Touristen in der Stadt. Ignoriere ich. Geht nicht anders. Muss ich einfach mal ignorieren. Wie sehen die Kredite aus? Ja, zurückzahlen kann ich sie jetzt nicht. Ich habe noch 5.000 in der Tasche. Das ist jetzt auch nicht so mega viel. Kann ich dir hier noch Punkte verpassen? Punkte, Punkte, Punkte. Ja. Aber die drehen halt alle am Rad. Allesamt. Die laufen alle auf dem Zahnfleisch. Ich kann es ja auch nachvollziehen. Ich lasse sie voll knüppeln. Von morgens bis abends. Jeden Tag. Das ist nicht cool. Definitiv nicht. Aber was willst du machen? Ich habe halt nichts anderes im Moment. So, dann holen wir die anderen Mitarbeiter auch noch rein. Ein einziger, herrlich. Kasse und Verkauf. Also Kasse hatte ich jetzt den Eindruck, das funktioniert tatsächlich. Konntest du noch irgendwas anderes? Ja, verkaufen. Dann machst du das auch. So, kümmern wir uns gleich drum. Also, Kasse steht. Da gibt es jetzt auch nichts dran zu drehen. Lager auffüllen ist auch okay. Verkauf. Habe ich jetzt 3 Leute hier drin? Habe ich das gar nicht überprüft? Okay. Gehen wir mal gemeinsam durch. Also, wir haben niedrige Löhne. Du bist also absolut schmerzfrei mit allem. Lange Arbeitstage. Du bist dann auf jeden Fall einer, der die lange Schicht bis 14 übernimmt. Wo ist denn der heutige Tag? Da unten. Trage ich das schon mal so ein, dass ich das habe. So, was hast du? Mag auch lange Tage. Dann bist du auch so ein 14er Kandidat. Mehr freie Tage. Dann bist du ein freier Tag Kandidat. Noch einer für lange Tage. Finde ich gut. Und die letzte. Braucht weniger freie Tage, ist auch super. So, pass auf, dann machst du einen kurzen Tag. Und dafür hast du halt nie frei. Kurzer Tag, Pause da hinten und nie frei. Ich denke, das könnte klappen. So, dann haben wir die langen Tage. Mach mal hier deine Pause. Sechser Pause, dann kriegst du die Achter Pause.
Und du bist auch so eine kurze Taggeschichte. Und kriegst zusätzlich noch mittwochs frei. So, dann haben wir dich auch schon mal erledigt. So, du hättest gern Donnerstag und machen wir mal, nee, Samstag auf gar keinen Fall. Dienstag. Dienstag und Donnerstag machst du jetzt frei. Wann machst du frei? Gar nicht. Ach genau, du warst ja die Person, die super schmerzfrei war. Dann bist du jetzt auch nochmal so einer. Das muss ich gleich noch alles koordinieren hier. Wenn das einmal alles richtig eingestellt ist, dann sollte es passen. So, wir sind jetzt erstmal bei den Langen. Also, wir haben Viktor. Dienstag, Donnerstag frei. Dann haben wir Fabio. Der macht Mittwoch und Freitag frei. Und Tom ist so einer. Viktor, Fabio und jetzt kommt noch Lina. Kannst du dann im Prinzip nur noch Montag und Donnerstag frei machen. So, Viktor, Fabio, Fabio, Lina, Viktor, Lina, Fabio, Viktor, Lina, Samstag haben wir sie alle da, ach guck, und Sonntag auch, okay, dann nehmen wir hier Donnerstag, war ja einer zu viel frei, nehmen wir hier den Viktor, dann kriegst du nicht Donnerstag frei, sondern Sonntag. So, und jetzt gucken wir die Pausen nochmal durch. Passt. So, jetzt die Nachmittagsbande. Samstags zu zweit haben gleichzeitig Pause. Das geht gar nicht. Ach, jetzt habe ich die alle auf 17 Uhr. Dann lassen wir 17, 18, 19. 18, 19. Dann haben wir das schon mal eingestellt. So, dann fangen wir an. Montag. Montag und Freitag. Dienstag und Donnerstag. So, Montag haben wir 2, Dienstag haben wir 2, Mittwoch haben wir noch 3, Donnerstag haben wir 2, Freitag haben wir 2, Samstags haben wir 3 und Sonntags haben wir 3. Wie kommt's? Verstehe ich jetzt nicht. Ach, weil die alle noch gar nicht so einen freien Tag haben, ne? So, die Nachmittagsschichten. Montag und Freitag, Dienstag und Donnerstag und du hast noch gar keinen frei. Also kriegst du Mittwoch und Sonntag. So, jetzt haben wir Sonntag 2, Samstag alle 3, Freitag 2, Donnerstag 2, Mittwoch 2, Montag. Okay, also der Verkauf steht tatsächlich. Ich bin beeindruckt. Marketing steht. Ihr müsst halt noch leiden. Es tut mir wirklich leid. Kasse steht auch. Sehr schön. So habe ich es am liebsten. Leisten kann ich mir nichts. Dann weiter im Karton. Kurz auf Mr. Lager warten, da ist er schon. So,
So, jetzt müssen wir hier das Spiel spielen, dass er immer wieder reinpackt. Na komm schon. Och nö. Wir annullieren mal fix. Wie viel haben sie denn? Ach so, kann ich noch nicht sehen. So, lassen wir es laufen. Nur ein Lagermitarbeiter aktuell. Lina kann noch mithelfen. Jessica ist schon wieder am Heulen. Dann mach doch eine Pause. Excuse me. So, und ich denke, Lina kann jetzt zurück in den Verkauf gehen. So, das sieht gut aus. So, jetzt gucken wir nochmal. 4 Artikel. Komm, was soll's. Warten wir die gerade noch ab. Jetzt ist der erste Kassierer nach Hause gegangen. Ich kriege einen Krampf. Naja, ist wie es ist. Kleidung, Oberteile. 1, 2, 3 und 4. Kleidung, Oberteile. Zack. Ich sortiere das jetzt nicht großartig mehr. Da ist eh schon alles durcheinander. Da muss ich auch nichts sortieren. 1 und 2 und 3 und 4. So, und dann haben wir ja schon festgestellt, dass mir im Prinzip noch ein einziger Ständer fehlt, um die restlichen Klamotten unterzubringen. Und da wollte ich jetzt doch mal schauen, ob ich das nicht irgendwie noch hinkriege. Entweder so ein Ding, das wäre Option A, oder Option B, so ein Ding, oder so ein Ding. Nee, das ist zu breit. So ein Wandding. Aber da gehen, glaube ich, nur 2 Dinger rein. Genau wie hier auch. Ah, dafür sind die aber relativ klein. Guck mal, dann machen wir das nämlich so. Dann ziehe ich das so weit, wie es geht, hier rüber. Und dann dürfte ich das hier dran machen können. So, und da gehen nämlich jetzt 2 Stück dran. Oberteile, dann haben wir hier noch was fürs Auge. Hinter der Kasse. Und hier noch die beiden. Schaut's euch an. Wir brauchen keine Erweiterung für den Laden mehr kaufen. Das passt. Wobei ich den hier sogar, wenn ich es ganz doll drauf anlegen würde, wahrscheinlich hier hinpacken kann. Aber dann müsste ich es tatsächlich so machen, dass es vom Thema her besser aussieht. Ich das so mache. Und so, und das hier dann noch weiter in die Mitte. Jetzt wollen wir es optisch auch richtig haben. Jetzt passt's. So, wir haben Kasse, Lager, wobei Kasse ist gerade in der Pause. Mal gut, dass ich gerade geguckt habe. So, und jetzt seht ihr schon, es ist fast, also es ist annähernd, nicht mehr annähernd so viel los, wie es jetzt gestern war, ne? Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich so wenig Kohle gemacht habe. So, was mir da jetzt einfällt, ist hier die Schuhe fehlen auch noch. Kleidung, Schuhe. 1 und 2.
Thanks. So, Lagerherrschaften haben wir noch. Ja, passt. Gut, dann müssen sie es jetzt nur noch schaffen, sich komplett leer kaufen zu lassen. Und dann sollte die Nummer laufen. Und du mach mal Pause hier. Ach, wobei, stopp. Ach, jetzt renne ich ins Lager. So, jetzt. Ach Mensch, ich drücke hier alle möglichen Knöpfe, nur nicht die, die ich muss. Naja, jetzt ist es zu spät. Kassieren wir mal durch. So, der Kassierer ist wieder am Start. Wir gucken mal, wie es so aussieht. Eine 500.000 haben wir schon. Ja, also letzten Endes, wir müssen nur noch Umsatz generieren. Umsatz generieren, Umsatz generieren. Sobald wir das geschafft haben, ist alles gut. Und solange wir hier keine Miese machen, ist erstmal alles im grünen Bereich. Hey, have a minute, thank you. Schauen wir mal, ob wir hier noch einen Lagermenschen haben oder ob das jetzt alles schon bist Verkäufer. Und du bist Marketer. Mach du mal die Wiederbeschaffung. Und du mach. Ach, kannst du nicht, okay. Hi, spare 2 seconds. Dann mache ich hier die Bude zu. Und kümmere mich auch noch ein bisschen um den Auffüllhaufen hier. Hey, can you help me? So, ja, systematisch arbeiten wäre, glaube ich, das Sinnigste auf jeden Fall. Excuse me. Hey, have a minute. Weil du kannst ja nur das verkaufen, was du auf der Fläche hast, richtig? Also wenn ich die Dinger nicht vollgefüllt bekommen. Hey. Excuse me. Hey. Yes. Hey. Ich komme nicht mehr raus. Hey. Thank you. Hilfe. Hi. Spare 2 seconds. Corona und so. 1,5 Meter Sicherheitsabstand, Leute. Jesus. Hey. Got a second. Na gut, dass das kein digitaler Virus ist. Hey. Have a minute. Sonst wäre hier in dem Gelände. Jetzt ist die Kasse wieder blockiert, oder was? Hey. A little help. Nee, die haben 2 Kassen offen. Und die sind sich am Beschweren, hey, dass es keine Kasse gibt. Hey, ich muss hier mehr Platz kaufen, damit ich das mit der Kasse geregelt bekomme. So ist der Deal. Und hey, ich brauche unbedingt auch noch mehr Verkäufer. Hey, got a second. Ja, ja, chill. Die kommen hier nicht mehr durch. Ich habe die hier zugebaut, die ganze Bude. Hi. Spare 2 seconds. Das ist das einzige Problem. Ich habe die ganze Bude zugebaut. Hey, can you help me? Guck mal, wie sie sich in der Tür stapeln. Thank you. Sie stapeln sich in der Tür. Hey, can you help me? Thanks. Hey. Hey. Thanks. Hey, can you help me? Hey, hey, can you... Hey, hey, a little excuse. Hey, have a minute. Hey, hey, can you help me? Thanks. Hey, a little help. Hey, got a second? Excuse me. Hey, got a sec. Hey, got a second? Hey, got a second? Excuse me. Hey, thank you. Hey, hey, got a sec. Hey, a little help. Hey, a little help. Thanks. Excuse me. Hey, got a second? Hey, can you help me? Hi, spare 2 seconds. Hey, got a second? Hey, have a minute. Hey, can you help me? Hey. Thank you. Hey. Hey.
two seconds. Hey, can you help me? Hey, have a minute. Weißer Rock und eine schwarze Hose. Thanks. Thank you. Hey, can you help me? So, der Tag ist wieder zu Ende. Ich habe die Bestellung aufgegeben. Wir haben 75.000 Nachbestellungen übrig. Wir hatten über 100.000 Umsatz. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Cash auf Tash. Insgesamt waren es 124.000 Umsatz. So, wir holen noch mehr Personal. Wow, ein. Das mit dem Personal müssen wir echt in den Griff kriegen. Da ist ein Lagermitarbeiter. Den wollen wir haben. Und dann wollen wir die Lagermitarbeiter auch nochmal entsprechend einteilen. So, dann checken wir hier nochmal die Punkte aus. Der ist voll. Kann ich das nicht durchklicken? Das wäre cooler. Gut, 2 geht nicht, ist auch schon voll. Paula ist auch voll. Olivia ist auch voll. Ruben brauchen wir nicht. Lucy ist auch voll. Victor, die müssten alle mal Schulungen machen, eigentlich ist auch voll. Joel. Und nächste Seite. Da haben wir nur ihn hier mit Stern. Und der kann auch alles. Perfekt. Also, du bist jetzt der Neue, ne? Den ich gerade eingestellt habe. Jawohl. Und du bist auch direkt fürs Lager schon eingeteilt. So, dann wollen wir mal sehen, was haben wir denn hier. Wir haben einen, der mehr freie Tage benötigt. So, mehr freie Tage heißt, du kannst auf jeden Fall schon mal Montag auch noch frei machen. So, dann haben wir hier den Torben. Will auch mehr freie Tage und kurze Tage auch noch. Also der Torben macht hier dann den 14er Deal. So, und du kriegst dann auch dementsprechend Dienstag, Donnerstag und Freitag frei. Dienstag, Donnerstag und Freitag. Bei stopp mal. Ja, ist so. Donnerstag und Freitag. Wobei eigentlich Sonntag sinniger wäre. So. Und er hier, was hat er für Ansprüche? Gar keine. Du bist die Volltagetante. Also Montag, Mittwoch und Sonntag musst du schon mal voll arbeiten. Montag, Mittwoch, Sonntag voll. Donnerstag frei ist, glaube ich, in Ordnung. Montag, Mittwoch.
Und dann kannst du hier die kurze Schicht machen. Nochmal zurück. Nee, hier. Montag, Mittwoch und Sonntag. Also Dienstag, Donnerstag, Freitag kann er die kurze Schicht machen. Dienstag, Donnerstag und Freitag die kurze Schicht. Und jetzt ist die große Frage, wann kann er frei machen? Freitag. Zack. So, jetzt haben wir jeden Tag zwei da. Samstag machen wir mal so. Und du machst den Anfang. So vielleicht. Ja, das ist okay. So, dann haben wir die Thematik auch erledigt. Heide raus. Dann könnte ich diese beiden weiter runterziehen und kann dann die Kassen hier parallel nebeneinander stellen. Das Problem ist einfach, dass wir nicht genug Platz im Laden haben. Das heißt, eigentlich müsste ich diesen ganzen Abschnitt hier kaufen, damit das funktioniert. Kann ich aber nicht. Kann ich mir nicht leisten. Also, lassen wir das jetzt. Wir lassen das so, wie es ist. Ich gucke gleich mal, wie viel wir überhaupt noch brauchen. Kurz mal E-Mails checken. So, das haben wir. Da ist nichts Wichtiges dabei. Überblick. Kann ich da jetzt Kleidung, Hosen? Ach so, dass man da jetzt so einen Gesamtüberblick bekommt. Scheint nicht zu klappen. Nee. Warum eigentlich nicht? Kann ich nirgendwo so ein Gesamtding sehen, wie viel ich insgesamt eingenommen habe hier? Nö, scheinbar nicht. Machen wir noch eine Werbeanzeige? Nee, brauchen wir nicht. Ich muss das mit der Ware halt jetzt in den Griff kriegen. Gut, dann starten wir jetzt den nächsten Tag. Bums. Ich habe einen beliebten Laden, das war schon mal cool. Checken wir es mal hier. Also, das haben wir schon mal. Wir sind jetzt bei 632k. Lager dürfte leergefähig sein. Was haben wir hier noch? Also die Dinger, jawohl. So, und jetzt gucken wir mal ratzeputz, was da jetzt an Bestellung reingekommen ist. 411 Artikel und wir können einlagern 420, das ist gut. Die kommt an und ist direkt am Blinken, die Jessica. Geh nach Hause, das hat keinen Wert. Ihr habt doch gesagt, du sollst nach Hause gehen, Jessica. Nur einen Verkäufer am Start gerade. Und keinen, der im Lager noch unterstützen kann. Aber ist egal, das kriegen wir so durch. Lager ist voll.
Can you help me? Hi. Spare 2 seconds. Lager ist Joel mit der Glatze. Halt nicht ins Lager jetzt rennen. Thank you. Ich will nicht, dass Glatzen Joel hier jetzt sich um meine Ware kümmert. Das mache ich schön alleine. So, jetzt sollte es aber gleich mal gehen. Jawohl. Gut, so, dann helfen wir ihm noch. Thank you. Hey, can you help me? Hi, spare 2 seconds. Thanks. Hey, a little help. Hey. Hey, can you help me? Thanks. Hi, spare 2 seconds. Hey, hey. Oh. Thanks. Oh. A minute. Thank you. Hey, hey. Hey, have a minute. Thank you. Thank you. Hi. Hey. Hey, excuse me. Thank you. Excuse me. Hey. Thanks. 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 Hey, can you help? Hey, a little help. Hey. Thanks. Hey. A little help. Hey, can you help me? Thanks. Hi, spare 2 seconds. Excuse me. Hi,
spare 2 seconds? Hey. Thank you. Excuse me. Kai. Hey. Kai. Spare 2 sec. Hey. Have a minute. Hey. Hey. Thanks. Hey. A little help. Kai. Thanks. Hey. Got a second? Thank you. Thank you. Hey. Thanks. Kai. Hey. Have a minute. So, Tag ist jetzt schon ein gutes Stück vorbei. Wir haben schon wieder 120.000 in der Kasse. Warte jetzt noch kurz, bis mein Co-Kassierer aus der Pause wieder da ist. Dann gehen wir mal schnell ins Lager gucken, was da so los ist. Ich habe den einen Marketer abgezogen, dass der mit die Regale auffüllt, weil sonst kommen wir hier einfach nicht hinterher. So, da ist der Co-Kassierer. Kann ich hier mal ein Schildchen aufstellen. 135.000, also der Umsatz steigt, das ist schon mal gut. So, wir haben noch einiges im Lager, dann würde ich da jetzt tatsächlich nochmal mit losgehen. Hier sind einige Regale, die halt einfach mega leer sind. Das Problem ist, ich müsste jetzt auch das Lager ausbauen. Der Plan, den ich jetzt habe, ist jetzt nicht den Verkaufsraum auszubauen, weil ich habe ja schon alle Artikel, was soll ich mit einem größeren Raum? Es funktioniert soweit, das mit der Kasse, das wäre halt noch schön, wenn man da nochmal irgendwas besser machen könnte. Aber erste Priorität hätte jetzt tatsächlich, dass ich auch mehr Ware habe, weil wenn ich mir das angucke, ab mittags ist mein Laden halt leer, weil ich einfach die Ware, die sich gut verkauft, ich hole ja von allem immer noch 6 oder 7 Stück und das war's dann. Das muss ich auf jeden Fall noch ergänzen und das geht aber erst, weil wir haben ja jetzt schon die Situation, dass ich morgens immer schon tricksen muss, damit ich überhaupt alles entgegennehmen kann. Und ja, das werde ich auf jeden Fall beheben. Ich hole euch gleich nochmal dazu, sobald der Tag um ist. Und dann werden wir mal gucken, ob wir mit unserem Restgeld das Lager ein bisschen erweitern können. So, wir haben jetzt mal nichts nachbestellt, bin jetzt gerade hier im Büro wieder angekommen, aber wir haben 126.000 auf Tasche. Wir haben aber tatsächlich gemacht 126.000 Umsatz. Ja, also wir haben jetzt nichts weg von dem, was wir in der Tasche haben. Schnell einmal das Personal noch mit reinholen. Wow, da brauche ich gar nicht lange drüber nachdenken. Wir haben endlich unseren zweiten Kassierer, den zweiten Top-Kassierer. So, Thema Kasse. Hier ist der neue. So, und da ist nämlich jetzt die Situation, ich habe ja den Kassierern aktuell gar keine freien Tage gegeben, deswegen werden die auch krank und die Energie lutscht sich super schnell aus und so weiter. So, das heißt, du kriegst jetzt Dienstag und Donnerstag frei und der andere halbe Tag kriegt jetzt Mittwoch und Freitag frei. Er hier kriegt dann, nee, Mittwoch und Freitag finde ich doof, Montag und Freitag finde ich besser. Dann haben wir nämlich Mittwoch und Sonntag, so war das. Genau, Montag, Freitag, so. Dann sollte das passen. Und du bist ja auch nochmal so ein langer, ne? Genau, ich muss ja die langen gar nicht mit denen hier abpassen. Dann hätte ich Montag und Freitag, dann bist du jetzt der Dienstag und Donnerstag Freimacher. So. Und du
ersetzt dann quasi immer den, der frei hat. Das heißt, wenn wir Montag anfangen, ist natürlich doof, dass der jetzt krank ist, der ist ein Dienstagsfreimacher. Dann ersetzt du den Nachmittagstypen. Also, so, mit der 17 Uhr Pause, richtig? 18 Uhr Pause, Mist. So, dann gehen wir auf den Dienstag. Da hat er auch frei und der Florian hat frei. Er ist der Vormittagstyp und Florian ist der Nachmittagstyp. Das heißt, du müsstest tatsächlich den ganzen Tag arbeiten und kriegst dann um 12 Uhr frei. Ja, passt. Mittwoch. Mittwoch hat nur er hier frei. Das müsste dann der lange Vormittag sein. So. Und er hat Pause immer um 7. So. Donnerstag haben wir wieder ihn hier. Achso, Donnerstag ist dann wieder der ganze Tag, ne? Jawohl. Dann kannst du wieder um 12 Pause machen. Freitag müssen wir nur ihn ersetzen. Das ist die Nachmittagsschicht mit 18 Uhr Pause. Freitag, Nachmittagsschicht, 18 Uhr Pause. Samstag. So, und jetzt wird es nämlich interessant. Samstags hat er die Vormittagsschicht. Das heißt, du machst jetzt das erste Mal, dass ich jemandem samstags mal freigebe. Und Sonntag bist du auch da. Hast du dann nochmal die lange mit der 7 Uhr Pause. So, jetzt gucken wir uns nochmal deine Werte an. Energie, mag lange Arbeitstage, benötigt aber mehr freie Tage. Das ist natürlich doof. Ja gut, ich meine, der hat ja nicht komplett freie Tage, aber der hat ja genug Tage, wo er auch nur halbtags arbeitet. Also ich denke, das wird schon passen. Gut, dann haben wir den auf jeden Fall durch. Jo, der arme Lagerbob, aber gut, da muss er jetzt durch. So, dann gucken wir jetzt hier nochmal schnell rein. Oh, Lucy Hoffmann kündigt. Wenn ich jetzt noch wüsste, wer du warst oder was du warst. Lucy Hoffmann. Ja, kann ich hier nicht nachvollziehen, denke ich. Gut. 4 Punkte können wir nicht verbauen. 2 Punkte können wir nicht verbauen. 3 Punkte können wir nicht. Ich glaube, ich kann nirgendwo mehr Punkte verbauen. Nope. Komm, lassen wir das. So, dann bestellen wir jetzt noch die Ware nach. Bestellung. So, und da kommt nämlich jetzt die Problematik ins Spiel. Wir haben jetzt 415 Artikel, also das passt gerade so. Katsching. So, und wenn ich da jetzt hier hingehe und mir noch einen Lagerraum dazu kaufe, ist jetzt die große Frage, was kostet mich der? 15k. Wie ich das dann hinbekomme. Ich müsste tatsächlich, damit das wirklich klappt, die Tür da reinsetzen, wenn er das denn zulässt. Scheinbar nicht. Lässt du mich echt die Türen nicht machen? Scheint so. Wir drehen es nochmal. Das wäre natürlich super, wenn das gegangen wäre. Aber eigentlich muss die Tür dahin. Stopp mal, kann ich nicht noch zurück? Ich kann doch auch diesen Slot hier kaufen. Haha! Nachgedacht. So, und jetzt machen wir nämlich Folgendes. Ja gut, ich kann jetzt nicht nochmal die Bestellung kaufen, weil dann habe ich ja kein Geld mehr für das Dingen. Also machen wir jetzt diesen Tag noch fertig. Ich stelle in der Zeit das Lager schon mal so ein bisschen zurecht.
E bewegen. Und Liefereinheit so ein Ding. So. Natürlich wäre jetzt hier noch so ein olles Regal ganz cool, aber gut, was soll ich machen? Ist halt wie es ist. Gut, dann packen wir jetzt aus. Ich mache hier jetzt wieder den üblichen Tagesablauf. Ihr kennt das Spiel ja. Und ich denke mal, nach Abschluss des Tages werde ich direkt hingehen und werde mir jetzt geht die schon wieder nach Hause. Also irgendwas muss ich mir bei der Kasse noch einfallen lassen. Gut, also ich werde jetzt den üblichen Tagesablauf, wie gesagt, durchlaufen lassen. Und heute Abend hole ich euch nochmal dazu. Und dann werde ich einfach die Bestellung verdoppeln. Und damit habe ich ja dann mehr Ware im Lager. Dann habe ich die Gefahr, dass ich auch ein paar Schläfer im Lager habe. Aber ich denke, über kurz oder lang werden die sich von alleine erledigt haben. Hi, spare 2 seconds. Hey. Hey, got a second? Hi, spare 2 seconds? Hey, a little help. Thanks. Hey. Hey, a little help. Hey, hey. Thanks. Thank you. Hey, have a minute? Hey, got a second? Hey, have a minute? Thank you. Hey, can you help me? Hey, a little help. Hey. A little. Hey, can you help me? Hi, spare 2 seconds? Hey, thanks. Excuse me. Thanks. Hey, hey. Thanks. Hey. Thank you. Hey, hi, spare 2 seconds? Thanks. Thanks. Excuse me. Excuse me. Hey. Hey, have a minute? Thanks. Hey, hey, have a minute? Hey, have a minute? Hey. Hey, have a minute? Thanks. Thank you. Hey, have a minute? Hey, got a second? Hey, got a second? Thanks. Excuse me. Hey, have a minute? Hey, can you help me? Hey, hi, thanks. Excuse me. Hey, have a minute? Hi, hey, a little. Hey, a little. Thanks. Hey, got a second?
Hey, got a second? Hey. Thanks. Hey. Hey, can you... Excuse me. Excuse me. Thank you. Hey, thanks. Hey, have a minute? Hey, have a minute? Thanks. Hey. Hey. Hi. Spare 2 seconds. Hi. Spare 2 seconds. So, also die personaltechnischen Dinge, bis auf die eine Kassiererin, die ständig abhaut, ist soweit alles in Ordnung. Und das passt. Lagermitarbeiter, das haben wir jetzt so langsam alles im Griff mit der Stimmung. Wo ich auf jeden Fall schon mal drauf gefasst bin, wenn wir jetzt nachher unseren eigenen Laden aufmachen, bevor ich den auf diese Größe hier pushe, muss ich auf jeden Fall erstmal gucken, dass wir genug Personal haben. Das heißt, wir werden den am Anfang erstmal schön Stück für Stück aufbauen, werden uns tatsächlich auf eine Marke konzentrieren. Also ich möchte schon den Laden nachher, wenn ich jetzt beispielsweise Kleidung mache, jeden einzelnen Artikel, den man bestellen kann, möchte ich auch platziert haben. Das heißt, ich werde also ganz viele Kleiderstände, die Wände und alles schön voll machen und die Artikel da alle dran ballern. Die Sache ist halt nur, um das dann nachher mit dem Personal zu managen, da braucht man schon ein bisschen was für. Und ich denke mal, das werden wir Stück für Stück aufbauen müssen, dass das funktioniert. Und da werden wir auch einiges noch an Schwierigkeiten haben, bis wir das dann alles so weit am Laufen haben, dass das auch reibungslos hinhaut. Guckt euch mal an, was hier los ist. Es ist 18 Uhr. Die Lagerbox hat noch einen Rock und einen Schuh. Sehr schön. Kurz aufpassen, jetzt hauen sie nämlich alle wieder ab. Aber einen Kassierer haben wir noch. Das heißt, ich gehe mit an die Kasse. Dass wir hier ein bisschen vorankommen. Und wir haben noch einen Lagermenschen. Lager ist auch super wichtig. Wenn Marketing abhaut, Verkauf abhaut, okay. Ja, also Marketing ist absolut gar kein Problem. Verkauf ist ärgerlich. Ja, was aber richtig schlimm ist, wenn die Kassierer sich wegmachen oder die Lagermitarbeiter. So, jetzt gucke ich nochmal nach. Oh, guck mal, da ist nämlich jetzt schon wieder ein bisschen mehr im Lager, weil die Leute einfach pissig sind und dann abhauen. Ne? Und das ist halt echt das Ding. Wenn du dann das letzte Mal, wo ich geguckt habe, waren da nur 2 Paar Schuhe drin oder was. Und jetzt sind da schon wieder 5 Artikel. Und das ist natürlich schon wieder bares Geld, was da liegt. Laufen wir mal schnell durch. Ich brauche echt noch mehr Personal. Aber seit Beginn dieser Runde stelle ich jeden einzelnen ein, den wir kriegen können. Jeden einzelnen. Was ich noch überlegen könnte, ob ich die Marketingabteilung jetzt wieder verkleinere. Aber ich finde jetzt 2 nicht so viel zu groß. Hey, have a minute. So, jetzt ist das Lager leer. Das war sie laufen. Noch 1,5 Stunden. Ich habe noch 2 Kassierer, Lager und Verkäufer. Geh mal nach Hause. Und Olivia kann auch nach Hause gehen. Ich mache das jetzt selbst. Gucke jetzt hier gerade nochmal rein. Ich sehe es ja, wenn eine Kiste reinkommt. Ich finde es schade, dass man sich, es gibt auch diese kleinen Lagerboxen, wenn man die in den Laden stellen könnte. So, dass man das immer sieht, wenn irgendwas ins Lager käme. Das wäre natürlich auch cool. Aber das funktioniert leider nicht. So, Verkäufer ist auch beschäftigt. Und es ist 22 Uhr. Wir haben Feierabend. Da sind noch Kunden im Laden. Warten wir die noch schnell ab. Klack. Der will auch noch bezahlen. Erledigt. Sehr schön. So, und jetzt geht's los. Wir haben 174.000. Das ist schon mal richtig gutes Geld. 474 Artikel. Das heißt, ich kann jetzt schon wieder gar nicht zweimal einfach draufdrücken. Weil wir jetzt schon 54 zu viel haben. Das heißt, ich muss also runter auf 350 Artikel. Dann ziehe ich bei jedem jetzt nochmal einen ab. Soweit ich das denn hinkriege. Ich komme durch Scrollen total durcheinander. Ach, so ein Ärgernis. Na ja, gut, ich habe ja genug Kohle. Holen wir uns nochmal Mitarbeiter ran. 2 Leute, das ist gut.
Ja, nur Lager, sonst nichts, finde ich praktisch. Mein Lager geht auch auf dem Zahnfleisch. So werde ich wenigstens gezwungen, die Leute einzusetzen und muss mich nicht entscheiden. Das finde ich immer ganz gut. Und noch ein. Und vor allem, ich kann mal meine Lagerleute noch ein bisschen besser ausbilden. Ja, das ist zum Beispiel schon wieder einer, den kannst du überall einsetzen. Der kommt aber in den Verkauf. Steht schon fest. So, Personal haben wir. Zwei Mails, fühlt sich krank, ist nicht so schlimm. Active Sports interessiert mich jetzt gerade auch nicht. So, jetzt gehen wir mal nochmal in die Bestellung rein. Jetzt hatten wir gesagt 474, ne? War das, was wir bestellt haben zum Schluss. Wir haben Slots für 880. Das heißt, wir können jetzt noch 370 Artikel ungefähr holen. Hm. 370 Artikel. Also müssen 100 weg. 1, 2, 3, 4, 5. Ich brauche nicht zählen. So, grün. Der braune Rock da. Es ist echt eine Menge. Ja, doch, so wie es aussieht, kommen wir aber hin. Auf diese Art. Ich komme nicht weit genug runter, um das zu machen. Ach komm, ist egal. Dann muss ich halt kurz dabei stehen und das gerade klären. Also, jetzt haben wir 25.000 noch übrig. Das ist jetzt nicht so viel Geld. So, dann kann ich hier noch was reinstellen. Kann ich mir leisten? Ei. So, wie viel Umsatz hatten wir denn gestern überhaupt? 144.000. Das ist ja doch gar nicht so viel. Wie steht es um die Kredite? Die müssten doch jetzt auch schon so gut wie abbezahlt sein. Naja, gut, die Hälfte fast. So, dann lass uns mal gucken, was wir hier noch an Personal eingesetzt haben. Bist du unser Lager? Du bist unser Lager. Das finde ich toll. Gucken wir mal, was du für Anforderungen hast. Mag lange Arbeitstage. Ja, komm, dann machen wir das doch recht simpel. Der hat nur freitags frei. Gut, so, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. Sonntag. Oh. Ja, dann machst du jetzt einfach Dienstag und Donnerstag frei. So wird schon irgendwie passen, dass wir da irgendwie klarkommen. Kasse haben wir jetzt geregelt. Irgendwo hatte ich aber doch noch einen eingestellt. Ich hatte doch zwei, oder? Hä? Müsste der nicht ohne Pause da sein? Vielleicht war es auch doch nur... Nee, es waren zwei, die ich eingestellt habe. Oder habe ich den einen jetzt irgendwie aus Versehen wieder rausgeschmissen? Ich habe keine Ahnung. Da ist er doch. Er hier.
So, und der kommt in den Verkauf. Zack. Und zwar möchte ich dich im Mitteltagsbereich haben. Und ich will einmal wissen, niedrige Löhne. Ja, ach gut, da bist du ja absolut stressfrei. Hauptsache, du darfst arbeiten, oder was? Kriegst du hier jetzt so ein Mittelfeld. Freitag machst du frei und Montag machst du frei. Und dann passt das schon. Supi. So, das Lager habe ich jetzt gekauft. Jawohl, dann gehe ich da jetzt schnell hin. Mach das klar. Da nehme ich euch auch direkt nochmal mit. Boah, diese Mission, die zieht sich. Mein lieber Schwan. Aber ich mag das. Das ist Spannung pur. Eigentlich bräuchte ich hier noch so eine Einlagerungseinheit. Aber andererseits auch nicht. Ach, Boeing, habe ich gar keine Kohle für gerade. Muss ich gleich kaufen. Zwar ein bisschen mieses Spiel, was ich hier mit dir spiele, aber es geht nicht anders. Ach, er ist alles losgeworden. Christina, du solltest am besten in den Laden gehen. Was machst denn du? Joel ist krank. Du mach mal ein bisschen Lager. Jungs, könnt ihr nicht einfach auspacken? Ich brauche 20.000, dann stelle ich, guck mal, auch wieder einen Artikel kaputt gemacht. Du sollst bloß abhauen. Das fände ich cool, wenn man das einstellen könnte, so nach dem Motto, abhauen. Jungs, macht was anderes. Hey, have a minute. Sorgt für Cash, Leute. Ich brauche 20k. Hey, can you help me? 20k. Thanks. Ich hole euch dazu, wenn ich die 20k hab. Hi. Spare two. Thank you. Thank you. Thank you. So, da sind sie, die 20k. Lagereinheit. Bock. Ja, zwei gegenüber kann ich hier nicht stellen, tatsächlich. Geht also eh nur eine rein. In den Slot. So, und jetzt packen wir aus. Christina ist wieder da. Na, herrlich. Am besten dafür sorgen, dass Christina gar nicht erst loslegen kann. Ich muss dich wieder an die Kasse zurückpacken. Zack. Das ist doch nur heute einmal ausnahmsweise, Leute, dass das so mega viel wird. So, ich schicke jetzt die Verkäufer noch zum Auffüllen, sonst wird das ja nie was da.
Guck mal, jetzt geht's los. Und los. Jawohl, das sieht gut aus. Jetzt sind Samen auffüllen wie die Bekloppten. Geh wieder zurück in den Verkauf. Und du auch. Hey, have a minute. Hey, got a second? Thanks. Hey, got a second? Thanks. Hey, a little help. Thanks. Hey. Thanks. Excuse me. Thanks. Hey, hey, got a second? Excuse me. Thank you. Thanks. Thanks. Can you help me? Hey. Thanks. So, meine Lieben, es ist 13 Uhr und ich habe es geschafft, alles auszupacken. Gar nicht wissen, was da jetzt alles kaputt gegangen ist, dadurch, dass die Mitarbeiter eben mit dazwischen gefunkt haben. Ja, aber irgendwie kriegen meine Lagerleute das nicht auf die Kette, hier die Regale aufzufüllen. Wie viele sind denn da jetzt aktuell am Start? 1, 2. Aber ich würde jetzt auch ungern Verkäufer noch abziehen. Thanks. Gehen wir jetzt da selber nochmal eben mit durch. Also heute haben wir das Potenzial, den Umsatz unseres Lebens zu machen. Thank you. Und dann können wir halt wirklich gucken, wenn nach Feierabend irgendwas leer sein sollte. Was ich mir schwer vorstellen kann eigentlich, aber wer weiß, dass wir genau wissen, okay, das sind die Artikel, die wir jetzt nochmal separat dazu bestellen. Aber für den Moment, Jesus Christ, guckt es euch an. Da sind teilweise echt leere Hänger, da kann ich gar nicht mit klarkommen. Hier auch wieder zwei Stück, seid ihr verrückt? Ist da überhaupt was drauf? Ja. Thanks. Hey. Wie können die denn jetzt schon leer sein, die Dinger? Das ist ja völlig Banane. Da ist auch was drauf. Das sind diese Nadelstreifenhosen. Ich gehe noch mal ins Lager gucken. Das kann ja nicht angehen. Hey, got a second. Hey, have a minute. Also hier ist jetzt eine Menge drin. Na gut, es kann natürlich sein, dass da einige Sachen kaputt gegangen sind, ne? Aber ich werde jetzt trotzdem das Ganze durchlaufen lassen, bis es sich ein bisschen beruhigt hier von der Lage. Hi, spare 2 seconds. Hey, can you help me? Hey, got a second? Excuse me. Thanks. Hi, spare 2 seconds. Thanks. Hey. Heaven. Thanks. Hey, a little help. Hey, got a second? Thanks. Hey, got a second? Thanks. Hey. Thanks. Hi. Hey. Hi. Spare 2 seconds. So, ich habe jetzt das gesamte Marketingpersonal noch mal rausgeschickt und Excuse me. Achso, der macht Pause gerade. Mist, ich brauche noch einen zweiten Kassierer. Komm ran hier. Ich habe alles, was geht, jetzt ins Lager gesteckt. Ich muss ja hier auffüllen. 17 Uhr, 125.000. Also wir machen jetzt richtig Patte heute. Ich muss nur zusehen, dass die Auffüller es gebacken kriegen, auch wieder aufzufüllen. Ich habe jetzt zwei Kassierer. Warte mal, ein Kassierer ist doch hier über jetzt. Tom, dann geh du doch mal in den Verkauf. Spare 2 seconds. Hey, a little help. So, der ist im Verkauf. Hi. Und jetzt haben wir wieder zwei Kassierer. Zack. So, jetzt will ich mal einmal fix gucken. Achso. Noch eine 500.000. Also es wird noch ein bisschen dauern, bis wir hier klarkommen. Also ein bisschen was haben wir da noch drin.
so stichprobenartig mal durchgehen. Explizit da, wo ich leere Stangen sehe. Okay, dann machen wir das jetzt so. Du gehst bitte zurück an die Kasse. Und jetzt gehe ich jetzt von vorne hin. Ist noch nichts leer. Ja, das Ding ist, ich muss das zum Schluss machen. Das hat sonst keinen Wert. Das ist echt das Gemeine. Du hast nur eine Stunde nachher, während der Laden geschlossen ist, irgendwas zu machen. Und diese Stunde ist schnell vorbei. Das finde ich auch irgendwie, man müsste noch eine Option haben zu sagen, okay, pass auf. Oder kann ich einfach mal einen Tag geschlossen halten? Das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit. Ist dann die Frage, ob ich dann hier unten rein darf, ne? Ich hoffe es mal. So, aber der Laden schließt jetzt eh. So, also alles, was geht, jetzt hier. Achso, geht gar nicht. Geh du noch mal in Verkauf. So, dann hast du doch zusätzlich das Problem, wenn du sowas machen willst, willst du ja schon, dass die Kunden auch alle raus sind, weil sonst vergisst du ja nachher wieder die Hälfte. So, und jetzt ist es 22.15 Uhr und da hinten stehen immer noch Kunden drin. So, und die haut jetzt auch noch verärgert ab. Das heißt, ich habe auch noch umsonst gewartet. Oh, bumm, 535 Artikel. Ja gut, hilft nicht, ne? Ziehen wir das jetzt erstmal durch und dann muss ich das Regal für Regal abarbeiten. Was da fehlt, dieses Ding ist komplett leer. Kann ich mir da wenigstens mal was angucken? Das sind die Streifenhosen. Ja, dann gehen wir mal hier hin und bestellen noch ein paar Streifenhosen nach. Los geht's. Fortsetzen. Fortsetzen. Bestellungen. Kleidung, Hosen. So, das sind doch die Dinger hier. Ich weiß nicht welche. Ich bestelle einfach nochmal 4 von jeder dazu. So, wir haben jetzt die Möglichkeit, über 800 Positionen aufzunehmen. Sollte also kein Problem sein. Wie viel Umsatz gab es? 166. Die Tendenz, dass der Umsatz irgendwie steigt, ist nicht da. Das ist das, was mich ärgert. Ohne Witz. Hier haben wir noch einen Verkäufer. Zack. Noch ein Verkäufer. Benötigt freie Tage. Ja, soll er ja kriegen. Ja, hier ist es. Zack. Ich bin mir echt nicht sicher, ob wir das in einer Aufnahmesession schaffen, weil ich wollte es in einer Aufnahmesession stopfen. Will ich eigentlich auch immer noch. Das Problem ist nur, dass ich jetzt schon. Machst du dann Dienstag, Donnerstag frei? Genau, dass ich jetzt schon 2 Stunden am Gang bin. Ich denke, ich werde da 2 Folgen draus machen müssen nochmal. Aber das gucke ich dann nachher beim Schneiden. Also, wundert euch nicht. Passt. Ach so, genau. Ich habe ja jetzt ein paar Leute weggeschickt. Ja, da gehe ich dann durch, wenn die vom Kurs wiederkommen. Von meinem restlichen Geld mit 36.000, da machst du nicht viel, ne? Hiermit würde ich das zumindest so weit entschlacken, dass ich den ganzen Krempel ein bisschen rüberziehen kann. Ja, das mache ich jetzt auch. So. Zack. So, und jetzt stürme ich im Prinzip schon rein.
fange direkt an hier, bewegen dahin. So, wenn ich schon mal dabei bin, machen wir das so. Bewegen. Also ich muss mich jetzt echt ein bisschen ranhalten, damit ich da bin. Also im Lager wieder bin, bevor das Personal anfängt, da an meinen Kisten rumzurühren. Das fände ich nämlich nicht so cool. Da kommen sie nämlich alle schon. Olivia, hau bloß ab. Der gute Joel hat nur 6 Artikel kaputt gemacht. Er ist halt nicht so durchtrainiert wie ich. Thank you. Hey, got a second? Thanks. Hey, got a second? Hey, a little help. Thanks. Thank you. Have a minute. Thank you. So, meine Lieben, ich kaufe jetzt noch so eine Lagereinheit dazu. Vielleicht auch noch eine zweite, wenn es geht. Damit ich hier die Bude leer kriege, sonst hat das keinen Wert. In der 20er kriege ich leider nicht hin. Da habe ich jetzt 2 von den 5ern dahin geschmissen. Das sollte auch erstmal ausreichen. Dass wir hier leer kriegen. Sehr gut, das hat gepasst. Can you help me? So, Louis, was ist da mit der Kasse jetzt los? Louis hat keinen Bock. Der vergrault sie mir nachher alle wieder. Ich mach nochmal eine auf jetzt. Thank you. 29.000. Regale sehen gut gefüllt aus. Dass wir hier vorne jetzt ein bisschen mehr Platz haben, finde ich, ist, glaube ich, eine gute Sache. Thanks. Ja, denke ich schon. Hey, a little help. Excuse me. Hey. Thanks. Bye. Hey, have a minute. Thanks. Hey, got a second? Hey. Hey, can you help me?
Thanks. So, ich habe es jetzt mal geschafft, mich kurz von der Kasse hier loszueisen. Wir haben es 15 Uhr. Ich gehe jetzt mal einmal durch und gucke, ob ich irgendwo ein komplett leeres Regal finde. Und wenn ja, kaufe ich das nach. So, da hätten wir hier die Schuhe. Und das die weißen da unten. Ich glaube, das rote heißt das, ne? Ja. Das sind also die weißen. So, und dann gehen wir hier direkt rein. Kleidung, das dauert zwar ewig auf diese Art und Weise, aber ich weiß nicht, wie ich es sonst hinkriegen soll. Und bestelle 4 Stück. So, dann mache ich hier jetzt weiter. Da ist noch nichts leer. So. Da ist auch noch nichts leer. Hier kommt er nicht ran ans Regal, doch jetzt. Hey. Hier ist was leer. Was ist da leer? Hey, a little help. Ist das diese beige Hose? Kleidung, Hosen. Hi, spare 2 seconds. Diese hier, ne? Zack, dann haben wir das auch am Start. So, dann geht's hier weiter. Das graue Hemd. Dieses hier. Hey, can you help me? Nicht nur das, da hängt noch mehr dran. Und das schwarze Hemd. Excuse me. Thank you. Ich weiß nicht, warum ich jetzt 4 Stück nachbestelle. Mache ich jetzt einfach mal so aus dem Bauch raus die Entscheidung. Hey, got a second. Hier sieht es alles gut aus. Hier auch, hier auch. Hier haben wir schon wieder einen leer. Die weißen Hemden, also die scheinen echt gut zu laufen. Diese Jungs hier. Hey, have a minute. Hey, a little help. Holzfäller, das ist glaube ich das rote, ne? Oder ja, das rote Holzfällerhemd. Hi, spare 2 seconds. Hi, spare 2 seconds. Das war wieder so ein typischer Ich. Hey, have a minute. So, ich gehe jetzt nur ein einziges Mal durch. Und wenn irgendwo ein Loch ist, dann fülle ich das auf. Was habe ich jetzt getan? Und jetzt ist für heute erstmal wieder Schluss mit der Nummer. Hey, can you help me? Thank you. Hey. Thanks. Excuse me. Hey. Hey, have a minute. Hey. Hey, a little help. Thank you. Hey, can you help me? Thanks. Ich habe jetzt einfach nur die Kassen mal hier vorne hingesetzt. Mal zu sehen, ob das ein bisschen besser wird. So. So habe ich hier hinten im Laden ein bisschen mehr Platz.
kann das dann gleich noch ein bisschen auseinanderstellen. Das mache ich jetzt. Nehme ich das Ding hier, stelle das einfach mal hier so hin. Das stelle ich da so hin. Und so. Und dadurch sollten die Leute in der Lage sein, sich ein bisschen besser zu bewegen. Und vielleicht sind sie dann auch ein bisschen glücklicher. Wer weiß das schon. So, jetzt ist es schon wieder 22.30 Uhr. Kunden sind alle raus. Ich bin gespannt. Wie viel haben wir jetzt für heute? Ja, ist unzählbar. Machen wir jetzt einfach so 406, das ist okay. Wobei eigentlich nicht, weil das ist eigentlich extrem wenig. So, dann gucken wir mal durch, was da jetzt passiert ist. Wie viel Umsatz haben wir nur? Wieder 124, das ist echt nicht viel. Gucken wir nach weiterem Personal. Interview starten. Noch ein Verkaufsgenie. Hammer. Und ich glaube, die konnte auch nichts anderes außer verkaufen. Gucken wir mal. Ja, da ist sie. So, komm, dann machst du jetzt hier so. Und du bist ein Mittwoch- und Sonntag-Freikandidat. So, und jetzt hatten wir ja ein paar Leute mit Schulung. Dann gehen wir hier jetzt nochmal durch. Wiederbeschaffung. Du gehst jetzt auf Schulung. Florian ist fick und fertig. Das ist doch die Ziege, die immer abhaut, ne? Egal, er soll trotzdem eine Kasse kriegen. Ja, eine Schulung meine ich. Er hier kriegt auch eine Schulung. Ich sehe das schon kommen, das wird jetzt ein Katastrophentag, weil ich jetzt einfach alle wegschicke. Wo war ich denn jetzt? Paula, ne? Jo. Olivia geht schon zur Schulung. Ruben. Keine Ahnung, was du machst, ist mir auch wurscht. Torben. Viktor. Los geht's. Joel. Los geht's. Fabio. Oha, ich sehe das schon kommen. Ich werde da einfach keine Leute mehr haben gleich. Merlin? Tom ist schon unterwegs, cool. Ramona sammelt keine Punkte. Nico sammelt auch keine Punkte. Nick sammelt auch keine Punkte. Und diese Jute hier hat schon ein paar Punkte. Und es geht noch weiter. Louis sammelt hier hinten Punkte. Und Johann sammelt hier Punkte und ab die Post. So, und jetzt starten wir durch mit was auch immer wir jetzt haben. Alles, was fehlt, werde ich schon irgendwie ersetzen. Werbeanzeige können wir uns sparen. Checken wir gerade nochmal die Mails ab. Wollen alle Kurse. Ich habe gerade alle weggeschickt, die Kurse haben wollen. Sollen. Und go! So, dann lass mal gucken, was fehlt uns überhaupt noch. Ah, noch so schlanke 300.000.
was wir machen. Ist relativ simpel. So. Und damit habe ich jetzt die Lagermitarbeiter genutzt. Die zwei, die da kommen. Oh, dang it. Oh, gut, dass du an die Kasse kannst. Ja, Marketing ist mir für den Moment erstmal wurscht. Füll mal ein bisschen was auf. Hey, got a second? Ja, habe ich uns einen spannenden Tag rein jongliert. Hey, got a second? Muss ich jetzt mal selber Hand anlegen. Suchen wir mal die Stände raus, die am leersten sind. Thank you. Ist da die Chance auch groß, dass ich viel Platz in meinem Lager bekomme. Der hier gehört auch noch dazu. Hey, got a second. So, dann schauen wir mal. Alle Regale ab. Oh Jesus, wir haben gähnende Leere hier. So, aber ich glaube, jetzt müsste ich auf jeden Fall genug Platz haben, um das Ding fertig zu machen. Und dann kann ich an die Kasse gehen und ihn weitermachen lassen. Nur ich will jetzt nicht, dass er mir hier irgendwas kaputt macht. Thank you. Weil das simple Auffüllen, das kann er auch. Boah, immer noch nicht. A little help. Hier, da ist noch einer. So, jetzt. Jetzt. Excuse me. Immer noch nicht. Haben wir noch irgendwo eine leere Stange? Oder irgendwas Leeres? Hier. Sehr schön. So, jetzt sollte es aber wirklich reichen. Wehe, wenn nicht. Thank you. Ein einziger Artikel. Willst du mich jetzt veräppeln? So, jetzt. Wir haben's. Nico, du bist jetzt Lagermitarbeiter. Excuse me. Und go. Thanks. Hey, have a minute? Hi. Spare 2 seconds. Thanks. Hey, can you help me? Got a second? Excuse me. Thanks. Hey, can you help? Oh. Hey, have a minute? Excuse me. Thanks. Thanks. Hi. Hey, a little. Hey, can you help me? Hi, spare 2 seconds. Hey, excuse me. Hey. Schön, dass der Gerät nie müde wird, hm?
Und der Typ hier mit seinem Kreisscheitel auch nicht. Oder Rundscheitel habe ich ihn, glaube ich, immer genannt. Ne? Excuse me. Jetzt kommt hier noch so ein Schulbus rein. Thanks. Hey, can you help me? Excuse me. Hey, a little help. Hey, a little help. Hey, can you help me? Hey. Excuse me. Oh, wir kriegen Verstärkung. Hey. Schauen wir mal. Sind ja doch noch ein paar Mitarbeiter übrig. Hey. Thank you. Hey. Hey, have a minute. Zwei Kassierer. Hey, got a second. Hey. Excuse me. Hey, have a minute. Hey, got a second. Hey, hey. Sehr gut. Thank wir you. Haben zwei Kassierer, wir haben zwei Lagermitarbeiter, hey, einen Marketingmensch und hey, du gehst noch mit in den Verkauf, bitte. So, jetzt will ich mir mal einen Überblick verschaffen. Juti. So, ich gehe mal mit hier helfen beim Auffüllen. Und dann gucken wir mal, ob wir irgendwo unterwegs noch eine leere Stange finden, die wir noch nachbestellen dürfen. Aber ich denke, das dürfte eigentlich heute nicht passieren, oder? Gucken wir mal. Excuse me. Hey, have a minute. Thank you. Thank you. Hey. Hey, have a hey, can you help me? Ich habe jetzt den Fehler gemacht, dass ich das eine Regal hier aufgehoben habe und ich habe das Gefühl, ich werde es nie wieder hinstellen dürfen. Aber ich dachte, ich brauche ein bisschen mehr Platz hier im Kassenbereich. Thank you. Hey, got a second? Excuse me. Thank you. Kaufen die jetzt aus dem eigentlich nicht vorhandenen Regal oder wie sehe ich das hey, hier? Oh, steht. Hi, hey, hi. Spare 2 seconds. Excuse me. So, das hier kenne ich vielleicht hey, auch noch second. Irgendwie. Hi, spare 2 seconds. Nee, kriege ich nicht. Gut. Egal. Hey, got a second? Oh, was sehen meine Augen denn hier? Da ist tatsächlich was Leeres. Und zwar diese grüne Streifenhose. Ja, ich warte mal noch ein bisschen, bevor ich durchgehe. Hey. Thank you. Hey, can you help me? Ich denke mal so 17 Uhr haben wir ja schon. Machen wir 19 Uhr. Dann gehe ich mal durch. Wie sieht es im Lager generell aus? 206 Artikel im Lager, also es ist jetzt nicht so, dass wir nichts haben. Hi. Excuse me. Doch, ich gehe jetzt einmal durch hier. Das hat keinen Wert. Thank you. Wieso dreht ihr denn durch, weil keiner an der Kasse ist? Achso, der eine Dings ist in der Pause. Ja, dann mache ich das jetzt erstmal, bis die beide aus der Pause wieder da sind. Thanks. Thanks. Hi. Spare 2 seconds. So, lieber Louis, wie wär's, wenn du mal wieder rauskommst aus der Pause? Hey, a little. Da ist er. Hey. Excuse me. Da ist er. Perfekt. So, jetzt. Wir fangen jetzt hier an. Nachfüllen und gucken. Also schwarze Hemden und graue Hemden. Kleidung, Oberteile. Die und die.
Oder ich lasse die Liste einfach die ganze Zeit offen. Dann kann ich gucken. Excuse me. Thank you. Hier ist was leer. Und zwar die schwarzen T-Shirts mit dem gelben Kragen. Dass man das hier immer wieder neu aussuchen muss, das finde ich ein bisschen schade. Die sind's. Thanks. Da ist auch noch alles gut. Hier ist auch einer leer. Weißer Kragen. Ja, und jedes Mal wieder. Also wenn er einfach das letzte, was man angeklickt hat, behalten würde, da wäre man zumindest schon mal 2 Klicks näher dran. Dann müsste das nicht jedes Mal neu anklicken. So, zack. Thanks. Und hier fehlt auch was, eine Hose. Und zwar die blaue dürfte das sein. Kleidung, Hose. Diese hier. Oh, ich sehe schon, hier sind die ersten Schuhe, wo was fehlt. Und zwar, oh, gleich 2. Welche seien's? Die lilanen und die schwarzen. Kleidung, Schuhe. Diese. Und diese. Hi. Spare 2 seconds. Thanks. Ich prüfe das nochmal, ob das wirklich so ist. Ja, ist so. So, hier bräuchten wir die grüne mit dem Streifen. Nee, Quatsch. Doch, 3 Stück fehlen. Die blaue, die 3 mit den Streifen. Haben wir da schon irgendwas? Nee, haben wir nicht. Hosen. Das ist dieses Blumenmuster. Ich muss die mal alle reinpacken. Und dann muss ich mich da jetzt nochmal vergewissern, welche Farben das wirklich sind. Beziehungsweise ich gucke mal einfach an, welche da noch hängt. Das ist, glaube ich, das Sinnigste. Und sonst haben wir davon zu viele. Ist dann halt so. Oha, der Laden hat das schon zu. Ach so, grün, blau, grün und dieses Grau müsste es sein. Grün, das, das, die weg und die weg. Bestellen und dann schnell das Verkaufte auch noch nachbestellen. So, Zeit um. Ich bin echt gespannt. Ist das Lager denn leer geworden? Ne, sind noch 160 Dinger drin. So, dann lass uns mal schauen. 50.000 haben wir noch auf Tasche. 143 Umsatz. 2 Mails. Fehlender Kurs, ja los, melde dich mal an da, was auch immer das ist. Und hier ist auch okay. So, abmelden. Jetzt wollen wir es aber langsamer haben. Lager auf für Risiko minimieren. Lieber Christina. Da geht nichts. Jessica. Zwei Punkte. Paula. Perfekt. So, jetzt haben wir auch die ersten Lagermitarbeiter, die was machen könnten. Das finde ich schon mal richtig cool. Okay, solange die den Skill nicht haben, passiert da auch nichts. Finde ich auch schon mal gut. Viktor. Viktor ist unser Star-Verkäufer hier. Das ist schon mal cool. So, und jetzt haben wir auch unsere ersten Star-Lageristen. Das finde ich auch richtig gut. So, Fabio, du warst doch ein Kassierer, ne? Ach guck, du gehst jetzt auch kassieren. Kannst hier noch was tun. Jasmin.
Gefällt mir. Merlin, was machst du denn? Verkaufen. Mittlerweile auch schon sehr, sehr gut. Noch mehr Sterne? Ach, hier. Ich weiß jetzt halt nicht, wo wir dich eingesetzt haben. Nick ist langweilig wie eh und je. Kann halt einfach schon alles sehr gut. So. Louis war, glaube ich, auch schon Spitzenklasse. Und er hier hält noch 6 Punkte. Ist jetzt auch auf dem höchsten Level. Sehr geil. So, dann gucken wir mal, was wir hier noch haben. 2 Persona. Ha, noch ein Kassierer. Sehr, sehr schön. Mit der brauche ich nicht mal irgendwas machen. Die ist schon richtig gut eingestellt. Die wird dann irgendwann mal abhauen, weil sie keine freien Tage hat. Du bist noch ein Auffüller, so wie es aussieht. Nehmen wir aber auch mit. So. Nehmen wir die beiden neuen noch und verpassen denen beliebig irgendwelche freien Tage. So. Und dann geht's weiter. Ich meine, so viel kann das ja jetzt echt nicht mehr sein. Wir haben jetzt noch ein bisschen Geld übrig. Vielleicht baller ich nochmal eine richtig fette Werbemaßnahme raus. Ja, dafür reicht's Geld auf jeden Fall. Zack. Zack. Und zack. Buchhalter. Nee, nicht so klein. Buchhalter, Berühmtheiten, ITler und gib ihm. So, und wenn wir den Laden jetzt nicht voll kriegen, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Los geht's! So, Eingangsbereich entschlackt, das finde ich schon mal richtig cool. Oha, der hat nur welche. Okay, aber nicht so viel. So, bevor dann hier wieder Hans und Kunz da an meiner Kiste rumorgelt, schmeißen wir die mal gerade leer und gehen dann direkt an die andere rüber. Und beten, dass das Personal nicht so einen Quatsch noch macht hier. Paul. Keine Ahnung, wie gut der war. Ausgerechnet der. Komm, hau ab. Kann ich dich da irgendwie weglocken? Kann ich das hochheben? Ich kann da gar nichts mehr machen, ne? Zum Verkauf schicken. Ach, komm schon. Naja, ist wie es ist, dann fülle ich halt selber noch ein bisschen auf, dann verlieren wir wieder ein bisschen Ware. Wir haben ja jetzt mittlerweile ein recht gutes System gefunden und die Stangen müssten auch mittlerweile alle wieder voll sein. Beziehungsweise der kann ja auch nur, wenn ich die... irgendwann muss er ja aufhören, der Jute. Guck mal, die Olli Jessica, ne, die macht hier die ganze Zeit... Mach mal Pause. Ich glaube, der kann komplett bis zum Ende durchaus packen, der Junge. Hi. Spare 2 seconds. Jetzt ist das Lager voll. Jetzt gehört das Ding mir. Er hat nur 21 Artikel kaputt gemacht. Da
Das wäre ja wohl gelacht, wenn ich jetzt hier nicht die letzten paar Artikel wegkriege. So, jetzt sind sie raus. Also gehen wir nochmal durch. Haben wir irgendwo Löcher? Hier sieht tatsächlich ganz gut aus jetzt. Alles schön voll. Sehr gut. Dann lassen wir es laufen. Excuse me. Thanks. Thanks. Hey. Thanks. So, da muss ich schon wieder an die Kasse, aber ich habe jetzt gerade gesehen, uns fehlen jetzt noch 140.000. Ja doch, 140.000. Also die Chance ist wirklich groß, dass wir das heute fertig kriegen. Und das wäre ja der Hammer. Hey. Got a second? Hey. Thank you. Thank you. Hi. Spare 2 seconds. Thanks. Excuse me. Thanks. Thanks. Hey, a little help. Hey, have a minute. Thanks. Hey. Thank you. Thanks. Thanks. Hey, can you help me? Excuse. Thanks. Thanks. Hi. Hey. Hey. Thank you. Thanks. Excuse me. Hey, have a minute. Hey. Thanks. Thanks. Hey, can you? Hey, have a minute. Thanks. Thank you. Hey, can you? Hey, hey. Thank you. Thanks. Hey, have a minute. Hey. Thanks. Hey. Hey. Excuse me. Thanks. Thank you. Hey, have a minute. Hi. Spare. Hey, got a second. Thanks. Excuse me. Hey. Hi. Spare two. Thank you. Thank you. Hey. 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 Can you help me? Hey. Hey. Thanks. Thanks. Hey. Excuse me. Hi. Spare 2 seconds. Thank you. Hey. Thank you. Hi. Thank you. Thanks. Hey. Hey. Can you help me? Hey. Have a minute. Thanks. Hi. Excuse me. Excuse me. Thank you. Hi. Spare two. Hey. Thank you. Hey. Thanks. Hey. Thanks. Hey. Hey. Got a second? Hey. Excuse. Hey. Hey. Got a second? Hey. Got a second. Hi. Thank you. Excuse me. Hey. Excuse. Hey. 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 Thank. Hey. Got a. Hey. Thank. Thank you. Hi. Spare 2 seconds. Excuse me. Hey. Excuse me. Thanks. Hey. Thank you. Hey, can, hey, thank you. Hey, have a minute. Excuse me. Hey, got a second. Hey. Thank you. Thanks. Hi. Spare 2 seconds. Hi. Hey, have a. Thank you. Thank you. Hi. Hey, can you help me? Hey, hey, thank, thanks. Hi. Hey, excuse. Hey, have a minute. Thank you. Hi. Spare. Hi. Spare two. Hey. Hey. Excuse me. Hey. Have a excuse. Thanks. Excuse me. Thank you. Hey. Can you help me? Hey. Hey. A little help. Thanks. Hey. Hey. Got a second. Hi. Thanks. Hi.
So, es fehlen jetzt noch 40k. Also egal wie, morgen haben wir es auf jeden Fall fertig. Wir jetzt aber trotzdem mit der Übung halber einmal nochmal durchgehen. Weil ich habe jetzt 2-3 Lageristen am Start. Und trotzdem finde ich noch haufenweise Dinge, die ich noch nachfüllen kann. Ja, das ist schon hardcore. Hier sind einige Dinger komplett leer gefegt. Wo wir aber tatsächlich noch Ware im Lager haben. Hey, can you help me? Hey, hey, have a minute. Hey, can you help me? Und trifft nicht auf alle zu, hey, aber so ein paar. Es ist extrem wenig oder extrem viel, was ich noch selber auffüllen muss. 1, 2, 3 Leute haben wir. Das ist schon Hammer. So, und wenn wir jetzt hier rüber gehen. Ja, okay, hier sind jetzt keine massiven Löcher drin. Aber hier ist ein dickes Loch. Da fehlt hier 2 Dinger. Die blaue und diese. Gehen wir da mal rein. Die und die ist es. Kann auch sein, wir haben ja auch wieder 20 Artikel verloren heute. Excuse me. Vielleicht hängt das da ja mit zusammen. Hier fehlt das Schwarze schon wieder. Aber es sind auch ein paar Wiederholungstäter dabei. Und ich denke, die werden wir immer wieder loswerden. Hey, got a second. Hier fehlt auch eins. Jawohl, wir haben es geschafft. Sie haben die Bedingungen unserer Vereinbarung erfüllt und wir freuen uns sehr über Ihre Bemühungen. Ei der Daus. 127.000 Leute. Das ist richtig Patte. So, das ist also richtig gutes Geld für unseren Firmenstart. Und ich sehe jetzt auch, das war's. Ne? Also wir haben jetzt hier noch diese Pop-Up-Store-Geschichte mit den 10 Tagen. Die werden wir irgendwann noch machen. Hier geht's noch nicht mit den Schulungen. Ja, die werden wir irgendwann noch machen. Aber jetzt möchte ich definitiv meinen eigenen Laden aufmachen. Ja, Aufnahmezeit für diese Mission war 2,5 Stunden. Ich muss mal gucken, wie viele Folgen ich daraus mache. Je nachdem, wie es zeitlich fällt. Vielleicht mache ich da auch irgendwie ein Special draus oder so. Für einen Sonntag oder irgendwas. Oder, keine Ahnung, Silvester. Ich weiß nicht genau, wo diese Folge jetzt gerade gelandet ist, die wir gerade aufnehmen. Dass ich die dann einfach so zusammenschnipple, dass ja vielleicht auch eine XXL-Folge dabei rumkommt. Muss ich gucken, das entscheide ich dann spontan. Die Folge, die ich jetzt drehe, wird aus meiner Perspektive erst in fast 2 Wochen ausgestrahlt. Deswegen, ich habe da nicht so genau den Plan. Ist halt beim Schneiden. Ich habe das voll oft, dass ich dann feststelle, okay, mache vielleicht doch 2 Folgen draus oder dass ich aus 2 Folgen einer mache. Deswegen kann ich das auf den Tag genau immer nicht sagen. Ja, ich bedanke mich an dieser Stelle, wünsche euch alles, alles Gute. Tschüss.